Hallo liebe Motorradfreunde. Im August unternahm ich mit meiner Freundin eine Motorradtour nach Frankreich mit dem Ziel Vercors. Der Vercors ist ein von Schluchten durchzogener Gebirgsstock im äußersten Westen der Alpen. Mit diesem Video möchte ich euch Anregungen für eure eigenen Tourplanungen geben. Wir starten unsere Tour an einem Augustsonntag im Altmühltal und fahren in der ersten Tagesetappe überwiegend auf Landstraßen in den südlichen Schwarzwald. Nur eine kurze Autobahnetappe führt uns um Ulm herum. Gerade für eine Mittagspause passend liegt Blaubeuren und wir nutzen die Gelegenheit, um den Blautopf zu besichtigen. Hier sind wir schon zwischen Schwingen und Hattingen. Der Blick reicht bis zum Bodensee. Wir fahren entlang des Rheins bis Weil am Rhein, dann auf französischer Seite auf kleinen Straßen über Feugensburg und Ferret bis Saint-Ursanne in der Schweiz, entlang des Doubs wieder nach Frankreich bis Saint-Hippolyte, im Tal der Désoubre bis Rosoreux und über Morteau und Pontarlier zu unserem Tagesziel von Saint-Leu. Während wir bis kurz nach Weil am Rhein noch in lebhaftem Verkehr fuhren, gehört uns jetzt die Straße fast alleine. Kurvenreich, landschaftlich sehr schön und voll entspannt zu fahren. Saint-Ursanne fahren wir ca. 30 km im Tal der Doux bis Saint-Hippolyte. Auf dem Weg liegen gerade mal 5 kleine Dörfer und die Fahrbahnerhöhungen an den Fußgängerüberwegen übersieht man nur einmal.
Nach einer kühlen Nacht auf dem gemeindlichen Campingplatz von Zien packen wir wieder auf. Und wir fahren weiter durch das Jura. Über Saint-Claude und Saint-Germain-des-Choux nach Belley. Dann ein Stück der Rhone entlang bis Aoste. Weiter bis Saint-Quentin an der Nordseite des Vercors, ca. 30 Kilometer entlang der Isère und dann über Pont-en-Royans auf die Hochebene des Vercors nach Fassieux. Über Le Petit Abergement geht es auf dem südlichen Teil des Jura von ca. 1000 Meter stetig bergab bis nach Belley an der Rhone auf ca. 250 Metern Höhe. Ungewohnt, aber erfreulich ist der schwache Verkehr, der zu einer aussichtsreichen und entspannten Fahrt beiträgt. Bei der Fahrt auf Saint-Quentin zu sehen wir vor uns den Gebirgsstock des Vercors, links davon die Ausläufer der Stadt Grenoble. Wir fahren aber nach rechts ab und folgen eine gute halbe Stunde der Isère auf ziemlich ebener und gerader Straße durch lange Walnussplantagen bis Saint-Romans. Im malerischen Pont-en-Royans bietet sich eine Eisdiele zum Pausieren an. Dem Dorf auf rund 250 Meter Höhe kurven wir die nächsten 35 Kilometer auf die Hochebene des Vercors auf 1100 Metern zu unserem Tages- und Tourenziel Fassieux.
haben einen einfachen, aber absolut ruhigen Naturcampingplatz in der Nähe von Fassieu gefunden und freuen uns auf die Tour durch den Vercors. Heute bleibt das Zelt stehen und wir fahren eine Rundtour durch den Vercors mit den Höhepunkten Combe-la-Val und Gorges de Amblès. Nach dem Col de Écarasson biegen wir auf die D76 und fahren kurz darauf aus dem Wald heraus auf die Schlucht zu. Beim ersten Blick auf das Felstor des Combe-la-Val schlägt das Herz höher. Welch ein Glücksgefühl, die tolle Landschaft bei bestem Wetter zu sehen. Ich habe das Bild schon öfter in Zeitschriften gesehen, aber im Original ist das noch besser. Wir fahren die nächsten 3 Kilometer auf der spektakulären Straße, um dann zu wenden und nochmal von Süd nach Nord durchzufahren. Wir nehmen euch dabei in voller Länge mit. Unterwegs fragt man sich, warum man vor 130 Jahren sich die Mühen angetan hat, durch eine Felswand eine Straße zu meißeln. Sie soll dem Holztransport gedient haben. Der Talboden liegt rund 600 Meter tiefer, die Aussicht ist grandios. Auf dem Weg zum Col de la Bataille machen wir an einem Aussichtspunkt Pause und wundern uns wieder mal über den lockeren Verkehr, trotz bester Kurven und bester Aussicht. Kein Vergleich mit unseren Hausbergen zwischen Allgäu und Südtirol.
Nachmittag erreichen wir den Gorge de Amblesse, eine kilometerlange, tiefe und enge Schlucht. Am Eingang steht ein rustikales Hotel, das wir auf der Rückfahrt zu einem Kaffee genutzt haben. Schaut es euch von innen an, wenn ihr in diese Gegend kommt. In der Schlucht war ausnahmsweise ziemlich viel los, ist aber auch kein Wunder, es ist dort ein kühleres Klima und es spritzt an einigen Stellen Wasser von den Wänden herab. Die Straße führt als Sackgasse in einen Talkessel nach Amblesse, ein Dorf mit nicht mal 100 Einwohnern. Wir fahren dann nach Die, um unsere Suzukis aufzutanken und dann über den Col de Russet zurück zum Campingplatz. Der Col de Russet wird zu meinem Lieblingscol, da er den besten Straßenbelag hat und ziemlich breit ist, weite Kurven, überwiegend beste Sicht, 15 Kilometer lang und kein Verkehr. Es waren heute nur rund 170 Kilometer und wir sind mal wieder etwas früher vor dem Zelt. Wegen nicht vorhandener Lichtverschmutzung und klarer Nacht ist die Sicht auf den Sternenhimmel sensationell. Ich habe noch nie so viele Sterne gesehen. Am fünften Tag fahren wir über Die zum Col de Prayer, weiter nach Valbonnaise, über den Col de Honor zum Col de Galibier, nach Saint-Michel-de-Maurienne und dann im Tal der Arc hinauf nach Lorlebourg-Mont-Cenis. Der lange Ritt fordert seinen Tribut.
Col de Galibier hat man die Wahl, entweder gute 100 Höhenmeter mehr über die Passstraße oder durch den 1890 eröffneten Scheideltunnel zu fahren. Dieser Tunnel ist einspurig und wird von Europas höchstgelegener Ampelanlage geregelt. In Lorlebourg-Montsenis finden wir einen Zeltplatz mit Aussicht. Im Dorf versorgen wir uns mit Abendessen. Danach beendet ein Gewitter unseren Tag. Zum Frühstück ist die Luft wieder rein und eine Boulangerie mit leckeren Croissants nicht weit. Am Tag 6 fahren wir über den Col de Isérand, weiter über Val d'Isère und Bourges-Saint-Maurice zum Cormier-Roslan, über den Col de Cessier nach Flumet, weiter in nordwestliche Richtung und über Chamonix nach Montroc am Fuße des Mont Blanc-Massivs. Im Tal der Arc fahren wir zunächst durch Bonneville. Das Dörfchen ist ausgezeichnet als eines der schönsten Frankreichs und liegt auf 1800 Metern. Danach beginnt der Anstieg zum Col de Isérand, den mit 2770 Metern höchsten befahrbaren Pass der Alpen. Die Berge im Hintergrund markieren die Grenze zu Italien. Für einen Kaffee ist es noch zu früh, deshalb fahren wir weiter bergab Richtung Bourges-Saint-Maurice. Schon kurz nach dem Col sehen wir die Bettenburgen von Val d'Isère und ab dort ist auch das Fahren nicht mehr so genüsslich, da der Verkehr zunimmt und die Straßenführung funktioneller wird. Ab Bourges-Saint-Maurice wird es wieder enger und ruhiger, wenn auch nicht mehr so ruhig wie in den ersten 5 Tagen. Roslan ist ein Sattel auf knapp 2000 Metern mit Gedenkstein und Käsestand. Im weiteren Verlauf bis zum Lac de Roslan gibt es dann mehrere Hütten mit Verpflegungsmöglichkeiten und Parkplätzen. Kurz gesagt, die Gegend ist touristisch erschlossen. Der See ist ein Stausee mit 3 Quadratkilometern Fläche. Die betonreichste Staumauer Frankreichs wurde 1960 errichtet. Ab Flumet wird es recht städtisch. Allerdings entschädigt der Blick auf das weiße Mont Blanc-Massiv rechter Hand. Abseits der Verbindungsstraße nach Matigny finden wir in Montroc einen ruhigen Campingplatz mit Aussicht. Die Route führt über den Col de la Forclaz nach Matigny, durch das Wallis, über Sion und Brieg zum Fulcapass, über Andermatt zum Oberalppass, über die Sentis nach Carrera, ein Dorf in der Nähe von Ilanz. Über den bestens ausgebauten und verkehrsreichen Col de la Forclaz kurven wir hinüber ins Wallis und sehen Matigny und das Tal der Rhône vor uns liegen, das wir in den nächsten 3 Stunden durchfahren. Ab Matigny wird es fahrerisch langweilig, aber links und rechts der Straße gibt es reizvolle Landschaften, Burgen und die Eisenbahn, die sich kühn am linken Berghang entlang schlängelt, zu sehen. Bei
Viergangen verdrehen wir uns kostenlos die Füße auf der 280 Meter langen und 92 Meter hohen Seilbrücke über die Rhone. Es geht weiter der Rhone entlang bis zum Furkapass, der die Wasserscheide zwischen Rhone und Rhein sowie die Kantonsgrenze zwischen Wallis und Uri darstellt. Am überfüllten Parkplatz am Rhone-Gletscher halten wir auch an, um die Rundsicht zu genießen. Das alte Hotel Belvedere wurde bereits 1882 hier gebaut, um Touristen den Zugang zum Gletscher zu ermöglichen. Am rechten Hang sieht man den Grimselpass. Der Gletscher selbst ist von hier aus aber nicht mehr zu sehen. Für 9 Franken pro Person und reichlich Zeit erhält man Zugang. Da wir aber noch eine Strecke vor uns haben, fahren wir weiter Richtung Andermatt durch das schöne Heidiland. Fahrerisch leider Kolonnenfahrt. Aber ich habe diese Strecke unter der Woche auch schon schlimmer erlebt. Zehn Kilometer abseits der Hauptstraße erreichen wir Carrera und schlagen dort auf einem hochgelegenen Campingplatz unser Zelt auf. Bei einem kleinen Abendspaziergang gelangen wir an eine Stelle mit guter Sicht auf die Rheinschlucht, die ein eigenes Urlaubsziel wäre. Heute geht es wieder nach Hause. Bei strahlendem Sonnenschein starten wir, fahren noch ein paar Kilometer durch die reizvolle Rheinschlucht und dann über Chur, Liechtenstein und Bregenz nach Hause zu fahren, wo wir am Abend gut ankommen. Wir haben eine traumhafte Tour erlebt, die besser nicht sein könnte, und wir hoffen, dass ihr von diesem Video etwas mitnehmen könnt. Gute Fahrt und vielleicht sieht man sich mal.